Hallo zusammen, ich habe hier einen Standard-Kühlschrank und hier hinten sitzt dieses Drehrad als Thermostaten oder zum Beispiel hier oder hier oder hier hinten. So haben wir den Thermostat im Kühlschrank drin. Und da ist jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel, was wir als Option bieten, ist dieser Digitalthermostat. Den bieten wir schon in der Preisliste als Option an, um den extern zu montieren. Wir haben auch diese Thermostaten hier von unseren Boxen als Ersatzteil. Man kann die natürlich jetzt gebrauchen als Nicht-Ersatzteil. Das ist der Teil mit der Sonde, mit den Anschlüssen, und das ist das reine Ersatzteil. Hier kann ich eigentlich nicht anschließen, außer ich habe die Kabel schon. Jetzt gibt es zum Beispiel auch den 3 Meter langen Kabelsatz mit dem Thermostaten. Und hier habe ich verschiedene Klemmen, C, T, D, P, und das ist das Plus mit der Fahne. Und jetzt kann ich hier das Plus mit der Fahne wegnehmen, hier draufstecken. Also das ist ein Standard Kühlaggregat von Secop. Ich hänge unten den Thermostaten ab und ich nehme diese Kabel, die hier übrig sind. Unten habe ich T und ich habe jetzt P in den Fingern. T, C und D. Und den Thermostaten hänge ich ab. Was ich jetzt zum Beispiel machen kann bei diesem Kühlschrank, ich kann mit der Sonde hier durch den Thermostat durchfahren oder die Sonde in den Thermostat montieren. Die Sonde hier ist jetzt nur 1 Meter lang. Man könnte diese Sonde auch verlängern. Und jetzt muss ich irgendwo ein bisschen Strom besorgen. Zum Beispiel mit einer Batterie. Und jetzt sehen wir hier dieses Anzeigeinstrument. Wir haben jetzt 16 Grad. Wenn ich natürlich den Fühler hier ein bisschen in die Hand nehme, sollte die Temperatur steigen. Hier kann ich den ganzen Kühlschrank ein- und ausschalten. Wenn ich lange drücke, dann leuchtet hier oben nur noch die Röntlampe, also als Kontrolle. Ich drücke wieder lang zum Einschalten. Hier kann ich über Set-Einstellungen, wenn man zweimal drückt, sehe ich jetzt die Solltemperatur. Lange, nicht so schnell reden. Wenn ich zweimal drücke, die Celsius, die Unterspannung. Und hier kann ich dann die Temperatur einstellen. Und hier kann ich noch den Unterspannungsschutz einstellen. Und so kann ich dieses Panel extern vom Kühlschrank montieren. Und ich sehe hier permanent die Temperatur. Und auch hier über die Aerolampe, die blinkt dann, über die Blinkzeichen sehe ich, einmal blinken zu wenig Spannung, zweimal blinken Motorstartprobleme, solche Sachen. Oder über Temperatur. Die genaue Bedienung verlinke ich euch logischerweise hier im Video. Und dieses Kabel und diesen Thermostat haben wir bei uns im Shop, im Lagershop, nicht online.
Und mehr kann ich euch zu diesen Thermostaten nicht sagen. Wenn ihr so einen Thermostaten möchtet, beim neuen Gerät, fragt uns an, ob das möglich ist. Ich denke, bei uns in der Werkstatt ist das möglich, die müssen das nur wissen. Das Teil wird eigentlich im Blech hier eingeklemmt über diese Schnallen. Man könnte die auch wegtrennen und dann bündig einkleben oder hier in den Ecken vier kleine Löcher bohren. So eine Parkerschraube 2,5 oder 2,9 und dann in die Wand fixieren. Das soll es gewesen sein von, wie nennen wir das? Ersatzthermostat B46S, hier als Ersatzteil ohne irgendwelche Sonden und dann das Kabel dazu. Hier eben wie erwähnt das Video von der Bedienung dieser Steuerung, dieser Schrank da, hier ein Video und ich wünsche euch einen schönen Tag.